Moin! Ein allerletztes Mal heute vom Vorwiesenhof. Wir drehen heute die letzte NDR auf dem Land-Folge für euch und wollen euch unter anderem den Stand am Schafstall zeigen. Leute, guckt mal, was da gekommen ist! Oh, sieht das nicht geil aus? Ja, ihr erinnert euch vielleicht, im letzten Video haben wir es schon ein bisschen angekündigt. Wir wollen einen Schafstall bauen. Und dafür ist jetzt gestern Nachmittag das Material gekommen. Das wird unser Schafstall? Mega oder mega? Leute, was soll ich sagen? Einmal nicht hingeguckt, da steht das Ding. Hallo? Ah, ihr Krassen? Hallo Bienchen! Hallo Galle! Ich weiß nicht, ob das zum Spielen ist. Sicher? Na gut. Krasser Wurf. Das ging richtig schnell. Also morgens hatten sie sich überlegt, dass sie sich mal mit dem Stall auseinandersetzen. Und dann war ich noch eine Stunde zum Sport und kam wieder. Und dann standen hier schon alle Wände. Und das ging richtig gut. So, Charlotte, wir müssen jetzt die Löcher noch ein bisschen erstmal anstampfen. Und dann muss da ein bisschen von dem Geröll rein, damit wir es richtig schön festkriegen. Guck mal, ich mach das ein bisschen runter. Dann kann ich ja das füllen. Dann kannst du jetzt da was füllen. Das kann man richtig festmachen. Dann wird das schön anstampfen. Ein bisschen mehr. Noch mehr. Können wir nachher wegfegen. Guck mal, und so müssen wir alle Löcher, die hier jetzt sind, müssen wir noch auffüllen. Aber in die könnte ich ja schon was reintun. Da kannst du schon was reinmachen. Ne? Die Löcher sind in den Platten drin gewesen. Ist ja eigentlich so, auf dem Hof ist es gut, dass das Wasser weg ist. Aber hier ist es für die Schafe, ist es ja, wenn sie nachher reintreten und mit den Klauen, ist das doof. Deswegen müssen wir sie auffüllen und dann. Gut. Das sieht doch schon ganz gut aus. Hier, kannst du stampfen. Das ist ja jetzt im Moment die Lammzeit. Und wir möchten natürlich zum einen ein Teil auch junge Tiere haben, die sich natürlich dann auch an uns gewöhnen sollen, weil es natürlich schwierig ist, wenn wir jetzt irgendwie 8 Jahre alte Tiere nehmen. Die haben ja schon ganz andere Dinge erlebt und nachher lassen die sich nicht anfassen etc. Wir wollen ja dann auch, dass sie gleich den Menschen in Kontakt gewöhnt sind, gucken, ob das geht, ob die sich darauf einlassen. Ich finde das schön. Charlotte und Elisabeth haben ja sich dann mit dieser Ausbildung mit Green Care und soziale Landwirtschaft ganz viel gemacht die letzten Jahre. Und da muss es hier auf dem Hof auch weitergehen. Da müssen wir auch was verändern, müssen was dazu kriegen. Man will ja nicht eine Fortbildung machen und dann in der Realität nichts ändern. Und nichts bewegen. Nichts ändern, ne? Und insofern finde ich das gut, dass es jetzt auch, die Hühner sind da, jetzt kommt das nächste. Und ich glaube, wenn die steht, dann muss man sich weiterhin Gedanken machen, damit es auch weitergeht. Christian, du fährst jetzt 10? Ja, 2, 3, irgendwie so. Und dann fährst du immer die Reihe unter dem Trecker? Ja. Jede Reihe? Jede Reihe einzeln. Jede Reihe einzeln, damit das einmal ein bisschen locker wird. Das hat jetzt monatelang geregnet, damit wir nachher irgendwann die Spargeldämme machen können. Kriegen wir hin. Ja? Wollen wir einmal? Du fährst ein kleines Stück und ich guck mal. Ja, alles klar, machen wir. Das ist auch unser junger Spargel. Das ist ja das erste Jahr, wo wir es ernten können. Den haben wir 2022 gepflanzt mit einer Pflanzmaschine und GPS. Und jetzt hoffen wir nachher im Frühjahr, also in 1, 2 Wochen oder vielleicht schon diese Woche, dass wir das Pflügen dann ausprobieren können, auch mit GPS. Müssen wir mal testen, ist das erste Mal für uns, weil natürlich auch bei der Spargelreihe extrem wichtig ist, dass wir auch wirklich auf der Reihe drauf sind nachher. Weil die Spargelpflanze ja auch dauerhaft ist. Also die wird zwischen 6 bis 10 Jahre geerntet nachher. Da ist es natürlich blöd, wenn wir nachher beim Pflügen irgendwie nicht die genaue Reihe treffen. Und das ist jetzt einfach eine Vorarbeit. Ja,
dieses ganze Projekt mit dem NDR auf dem Land. Wir waren ja schon sehr aufgeregt und auch sich in die Öffentlichkeit zu stellen und zu zeigen, was man so macht. Es ist ja nicht immer, dass man nur auf wohlgesonnene Menschen stößt, aber dass man auch Vertrauen in sich und sein Team haben muss und dass ganz viele Dinge besser sind, wenn man sie angefangen hat. Und wir sind immer alle gut im Zerdenken und dann auch im Negativdenken, was könnte alles passieren. Und das Jahr hat einfach ganz viel Spaß gemacht oder diese anderthalb Jahre und wir haben ja auch ganz viel zusammen erreicht. Es gibt viele Menschen, die nicht wissen, was wir tagtäglich machen und wie unsere Arbeit aussieht. Und dass diese Öffentlichkeitsarbeit, die mir so wichtig ist, dass es mich freut, dass meine Familie da so mitzieht und dass ich glaube, dass wir da einen ganz großen Beitrag für die Landwirtschaft und auch Familienbetriebe leisten. Mich hat am meisten an Charlotte überrascht im letzten Jahr, dass sie das so geschafft hat, uns alle mitzuziehen, dass wir alle von diesem Jahr so profitiert haben und dass es für alle eine Bereicherung war. Und das ist Charlotte zu verdanken und ihrer Tatkraft und ihrer Energie. Ja, ich hoffe, dass die soziale Landwirtschaft, das, was Charlotte jetzt im Aufbau ist, dass das weiterhin so positiv funktioniert, dass sie Ideen hat und dass wir hier noch mehr umstellen können und machen können und dass Charlotte weiterhin so viel positive Resonanz kriegt. Charlotte hat mich letztes Jahr am meisten damit überrascht, wie sie mit was zum Herzblut sie bei ihren neuen Projekten bei ist. Ich finde immer Wahnsinn. Also manchmal kommt mir das so vor, so jede Woche ist irgendwas Neues bei uns und es bringt richtig Schwung mit in die Familie und immer toll mit ihren neuen Ideen und Sachen. Zum einen wünsche ich mir natürlich, dass sich unser neuester Betriebszweig weiterhin so gut etabliert, dass wir die Möglichkeit schaffen, für ganz viele Menschen, Kinder, Senioren, Menschen mit Handicaps, einfach den Bauernhof weiterhin als Lern- und Therapieort zu nutzen. Und zum anderen, bei uns persönlich, wo gehen unsere Wege hin, wie sieht die Zukunft des Vorwiesenhofes aus? Da wünsche ich mir doch, dass wir gemeinsam einen Plan finden, wie wir hier alle unseren Platz haben. Ja, das war's vom Vorwiesenhof und von den Schlichtings. Wir sagen vielen Dank für eure ganzen Fragen, euer Mitfiebern und regelmäßiges Einschalten. Und damit verabschieden wir uns. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.